Wow, wo kam der denn jetzt her? Jallen! Oh doch, H-Klammer, H-Klammer. Bleibt nur noch das Terminal. Was haben wir denn hier Schönes? In Bezug auf neue Protektrons kennen wir schon. In Bezug auf jüngste Mitarbeiter kennen wir auch schon. In Bezug auf neue Lieferung? Keine Ahnung. Wir haben 3 neue Protektrons bestellt, die sofort im Werk eingesetzt werden sollen. Einer dieser Protektrons tritt an die Stelle des Protektrons, der neulich durch unsere Tochter, das kennen wir schon. Richtig, die Leutchens haben einen Protektron zerkloppt, weil sie ihr Schicksal gewittert haben. Okay, von da unten kamen wir letztendlich, aber da war ja noch eine andere Abzweigung und die sollten wir jetzt nehmen. So, Pistole war ja eher so weniger effektiv gegen die Trucks. Im Englischen mit einem G geschrieben, im Deutschen mit 2 G. Ich war auch sehr überrascht, als ich das erfahren habe. Genau, und jetzt hier rum müssen wir. In der Hoffnung, dass es da richtig weitergeht. Würde schon, ne? Na klar, das sieht vielversprechend aus. Ja, es wird auch immer wärmer. Wir kommen dem Schmelzkern immer näher. Jupp, nehme ich. Nö, ist zu billig. Oh, Flammenwerfer. Oh, doch, den müssen wir mitnehmen. Auf jeden Fall. Ist gegen die Trox vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Aber wir haben nicht wirklich viel Muni bekommen. Flammenwerfer? Nicht wirklich, aber ich setze sie mal auf die 4. Vielleicht sammeln wir unterwegs noch ein bisschen mehr Muni ein. Oh Gott, hey! Hier, der Menschenöffner! Der Menschenöffner kann auch Trox... Oh, Trox öffnen. Was für eine Überraschung! Wow, der kann ja fliegen, Mensch! What the heck? Es wird ja immer mysteriöser. Ich sag gerade, ne? Der Menschenöffner kann auch Trox öffnen. Was für eine Überraschung. Oh yeah, noch mehr Brennstoff für den Flammenwerfer, noch einen Flammenwerfer, Gamma-Abschirmungsrüstung. Oh, die kenne ich hundertprozentig noch nicht. Wobei, die 32er-Pistole können wir mitnehmen, um unsere eigene 32er-Pistole zu reparieren. Eine Sekunde, das möchte ich mir alles ganz genau angucken. Geht's da hinten überhaupt weiter? Nein, aber hier wäre zumindest noch eine schöne Menge Stahl. Oh, chinesische Pistole. Ich stecke mal erstmal alles ein. Wir haben ja genug Tragekapazitäten. Wir wechseln als allererstes die Rüstung. Ne, Schutzwirkung 19. Na klar, da frage ich nicht nach. Die anderen führen wir zusammen. Wobei, das sind schöne einzelne Outfits. Die lasse ich mal so. Vielleicht haben wir davon irgendeins nicht in der Sammlung. Sturmgewehr kann repariert werden, sollte repariert werden. Flupp. Die 32er Pistole genauso. Ich hoffe, das war unsere. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Flammenwerfer. Stahl, Stahl, Stahl. Hey, geh doch mal weg hier bitte. Du störst ein bisschen beim Stahlfarm. Oh Gott, dein Bein. Das tut mir so leid. Schon ein bisschen eklig, ne? Dieses Spiel hin und wieder. Ein bisschen gory, aber wir sind ja Schlimmeres gewohnt. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile jeglichen Stahlbarren eingesammelt, den wir hier auf der unteren Ebene finden konnten, ohne den Turm draußen zu erklimmen. Hier sind wir komplett durch, hundertprozentig. Da ging es nicht weiter. Oh Gott, hey! Hey! Mistviech, du! Ich habe eine Gamma-Strahlenschutzausrüstung. Verdammter Trock, du. Dann können wir wieder raus, ne? Dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurück und ich könnte mir denken, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt dann draußen den Turm erklimmen können. Wir laufen noch mal halb gar hier alles so ab. Nicht, dass wir irgendeinen Stahlbarren vergessen haben. Was warst du für ein Schalter? Ach ja, okay, alles klar. Wir gehen raus. Wir haben genug von diesem Gebäude. Ich guck noch mal hier rechts, links. Ja, hier waren wir schon, haben alles mitgenommen. Würde mich auch schwer wundern, wenn ich. Digitales Messitum. Revolver ist durchgeladen, bringt trotzdem immer noch nicht so wirklich viel, ne? Auch repariert 10 Schadenspunkte. Das Sturmgewehr hat 61, ne? Das ist echt nicht zu gebrauchen, das Pistölchen. So, raus hier! Du lässt mich hoffentlich in Ruhe, du Geschützturm. Mit dir gab es auch keine weiteren Abzweigungen mehr. Nee, gab's nicht. Oder? Erfordert Schlüssel. Den kriegen wir bestimmt erst später. Nein, nicht, dass ich irgendwo den Schlüssel verpennt habe. Oben im Schlafzimmer. Ich guck noch mal ganz kurz nach. 3, 2, 1.
Nee, zumindest habe ich hier nichts gefunden. Keinen weiteren Schlüssel. Oh nein, nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Naja, werden wir frühestens feststellen. Na gut, wieder zurück an den Ausgang. 3, 2, 1. Oh nein, stopp, hier ist ja noch ein anderer Gang. Verdammt ich nochmal. Den habe ich ja glatt übersehen. Hier oben im Baseballraum. Schande, ey. Hier geht's doch noch weiter. Wir gehen doch noch nicht zurück. Und oh, hier brauchen wir auch noch einen Schlüssel. Oder wir betätigen einfach mal den Schalter. Ach so, das ist quasi ein Shortcut hier für den Zugangsraum vom Versorgungsschlag mich tot. Wie heißt das Ding hier nochmal? Das stand doch gerade eben beim Laden. Versorgungswerk. Okay, dann sind wir doch fertig. Wir brauchen gar keinen Schlüssel. Sehr schön. Zurück in die Lobby. Und hier wird offensichtlich noch ganz fleißig gekämpft. Aber nicht auf mich schießen, ne? Ja, wir sind hier fertig. Der Hof ist durch. The Backyard. Und der Typ hier scheint auch mittlerweile draufgegangen zu sein. Oder er ist abgehauen. Ich sehe ihn zumindest hier nicht rumliegen. Wir gehen raus. Wir haben genug Stahlbarren. Wie viel haben wir eigentlich? Wie viel gibt's hier eigentlich? Bestimmt eine ganze Menge. Sonstiges. Rohstahlbarren. 49. Das ist eine zu krumme Zahl. Hier muss doch bestimmt einer rumliegen. Aber naja. Wir wollen es mal nicht übertreiben hier mit der Genauigkeit. Perfektion ist ein sicherer Weg ins Unglück. Verlassener Bereich. So, ich bin wieder da. Hallo? Holt mich denn keiner ab? Ich habe eine neue Rüstung. Nicht wundern, ne? Die gehört jetzt zu meinem Image. Die habe ich mir verdient. Ha! Warte mal, wir könnten hier noch ein bisschen rumsuchen, ne? Klar können wir das. Hey, hey, hey. Na, du mieser Trock, du. Ist vorbei hier mit dir. Baseball. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Stahlbarren rum. Oh, ein Soundbug. Einfach nochmal sägen, dann geht er weg. Nice and simple. Oh, kommen wir hier rein vielleicht? Nein. Na, liegt hier vielleicht noch der 50. Stahlbarren? Also rein können wir auf jeden Fall, ne? Boah, wie viel Gedöns und Gegröße hier rumliegt. Mein lieber Scholli. Das ist schon ein bisschen härter hier. Also ich habe The Pit sehr, sehr langweilig in Erinnerung gehabt. Ich habe mich getäuscht. Vergangenheits-Leo, Mensch. Das ist doch ein sehr, sehr hervorragender DLC hier in Fallout 3. Weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Na gut, hier gibt's nichts weiter. Wir hauen ab. Raus hier aus der Bude. Das Stahlwerk. Ich bin wieder da. Hi, hi, hi. Na, sieh mal einer an, der hier wieder angeschlichen kommt. Was heißt hier angeschlichen? Ich werde diese Barren hoch erhobenen Hauptes. Schaff deinen Hintern einfach wieder da rein und mach deine Arbeit. Du bist ja ein Naturtalent. Hier, damit kannst du noch härter arbeiten. Der Besitzer hat wegen seiner Enthauptung keine Verwendung mehr dafür. Was? Wo kann ich Rohstahlbarren finden? Von den Barren sollte es noch jede Menge... Haben wir 49 Stück? Besonders weiter oben und um die Gebäude herum. Ja. Ich habe gehört, es gibt da im Nordosten eine Versorgungsanlage. Da war ich schon. Stahlbarren liegen da bestimmt auch hier. Habe ich alle rausgeholt, mehr gab's nicht. Hier sind ein paar Barren. Material fürs Stahlwerk. Hast du irgendwas für mich? Ich denke, das hier kann ich entbehren. Dankeschön. Was? Filtrierhelm. Hier sind noch mehr Barren. Material für... Ja, und, Denke mal, du hast ja was verdient. Wenn du wieder rausgehst, sollten dir die hier gegen die Trocks helfen. Dankeschön. Stahlschlagring. Ich hab doch was viel Besseres gefunden. Den Menschenöffner. Hier sind noch mehr Barren. Sieht gut aus. Nikolaus. Noch irgendwas für mich? Wie wär's, wenn ich dir diesmal Stahl gebe? Diese Rüstung Was? War eine Sonderbestellung für einen der Kämpfer aus dem Loch. Aber ich hab dir doch Stahl gegeben. Aber geholfen hat sie ihm nicht, als er von der Brücke fiel. Ja, das ist Pech, ne? Auf jeden Fall. Metallmeisterrüstung. Oh, das wird ja immer besser. Material fürs Stahlwerk. Oh ja. Wo ist die Musik hin? Das waren unsere letzten 9 Barren. Reicht das schon? Das reicht noch nicht. Bring noch ein paar mehr und wir werden sehen. Das ist doch ein Witz, oder? Bestimmt nur noch den einen. Wir waren echt gründlich. Es fehlt, es kann nur noch einer fehlen. Da liegen bestimmt jetzt nicht nochmal irgendwie 50 oder so rum. Oder wir haben irgendeine Abzweigung übersehen. Das ist auch möglich. Ich speichere mal kurz. Was passiert, wenn ich hier einfach rausgehe?
Oder können wir irgendwas machen? Haben wir eine neue Aufgabe bekommen? Der wird bestimmt nicht sagen, das waren alle. Kehren Sie zu Midea zurück. Vielleicht sollten wir das eher machen. Der wird nicht sagen, dass das alles war. Glaube ich nicht. Schau gefälligst weg. Hey, immer cool bleiben. So, überhaupt nicht verdächtig hier. Mit dem riesigen Monstrum auf dem Rücken. Ich guck mir mal die anderen Rüstungen an. Geht da was? Abenteurer-Outfit? Abenteurer-Outfit. Oh, das ist der Helm, ne? Ja, geil. Dann ziehe ich natürlich den Helm an, den ich hier beim Reingehen so cool fand. Und Metallmeisterrüstung. Oh, Bewegung minus 1, waffenlos plus 10, Energiewaffen plus 10. Aber waffenlos? Gilt das auch für Nahkampfwaffen? Nö, dann bleibe ich lieber hier. Beim Gamma-Abschirmungsapparat hier. Die würde uns schon mehr bringen, aber eigentlich ist das irrelevant. So wirklich hart zu kämpfen hatten wir jetzt nicht. Egal, Midea, ich komme jetzt, es reicht. Ist auch kein optionales Ziel oder so, ne? Finden Sie alles stahlbar? Nee, nee, ist alles in Ordnung. Bestimmt würden wir noch irgendwas bekommen, aber nun ja, man kann es auch übertreiben. Los, Midea, wo bist du? Das war hier lang, ne? Einmal rüber nach Downtown. Wir checken mal auch gleich kurz den Helm ab, wie cool der wirklich aussieht. Jetzt an unserer neuen Rüstung. Ich brauche einen schönen Spot, wo es Licht gibt. Naja, ich glaube, wir müssen uns hiermit zufrieden geben. Mit den Lichtverhältnissen, das ist gut. Das war gut, so ist gut, perfekt. So, Toggle, Free Kamera, Flop. Ach so, Feuer in die Third Person gehen, mein Fehler. Ansonsten existiert unser Charakter nicht so wirklich. Flop, wieder raus. Oh yeah. Das ist ja fesch, ey. Fashions Fallout. So ist gut. Imaginäres Klick. Und von der Seite noch. Nee, nee, von da war schon besser, ne? Ja, genau. Mit dem leicht helleren Hintergrund. Cool. Dankeschön. Von hinten nochmal. Diese Welt gehört jetzt uns. Das ist unser Stahlwerk. Midea. Wir haben den Laden fast übernommen. Was haben wir denn da? Hey, stopp. What the heck? Bleib doch mal stehen. Kann ich ihm helfen vielleicht? Kriege ich dann gutes Karma? Ich speichere kurz. Hey, auf damit! Ist gut hier. Nee, ne? Das ist zu viel des Guten. Da knallt ihr uns alle ab. Das ist nicht sehr immersiv. Es tut mir leid. Die lassen uns in Ruhe, ne? Ja, die lassen uns in Ruhe. Armer Hund, der. Der hat's aber hinter sich. Midea, ich habe gerade was ganz, ganz Schlimmes mit angucken müssen. Ich bin richtig schockiert. Na, hast du das überhaupt mitbekommen hier in deiner eigenen Bude? Hey, hey, hey. Sie kommen gerade richtig. Mhm. Asher befahl allen, auf den Platz zu kommen. Es wird gemunkelt, dass er die Arena aufmachen wird. Oh. Das wäre für uns ideal. Wieso? Was ist mit der Arena? Okay, jetzt erklären Sie mir diesen Plan erstmal genau. Es ist ganz einfach. Ab und zu macht Asher die Arena auf. Dann kann jeder Sklave, der dazu bereit ist, gegen die Gladiatoren kämpfen. Wenn sie gewinnen, lässt man sie frei. Wie für immer? Sie bekommen eine Audienz bei Asher. Es ist die einzige Chance für einen Sklaven, mit ihm zu sprechen. Sie kämpfen und gewinnen. Und wenn sie mit Asher sprechen, holen sie sich das Heilmittel. Okay. Machen wir, ist gebongt. Oder wir killen ihn auch gleich, wenn wir dabei sind. Und er wird es uns einfach so geben? Nein, nicht ganz. Werner hat ein Ablenkungsmanöver vor. Wissen Sie, wir haben diese Waffen ja nicht umsonst gemacht. Sobald Sie Asher gegenüberstehen, sollte das Heilmittel greifbar sein. Schnappen Sie es sich und bringen Sie es mir. Wenn es überhaupt ein Heilmittel gibt. Jetzt lassen Sie uns aber verschwinden und Ashers Ansprache anhören. Falls die Wachen uns hier erwischen, werden sie uns die Hölle heiß machen. Mhm. Wir sind raus. Wobei, ich könnte noch ein Nickerchen machen. Geht das? Na klar geht das. Ein Stündchen sollte reichen. Frisch aufgeladen. Geht's hier wieder ans Tagewerk? Ich überbringe gute Neuigkeiten. Wir erleben den Anbruch eines neuen goldenen Zeitalters. Mhm. Wo andere lediglich überleben, da gedeihen wir. Und obwohl ich eure Bemühungen geleitet habe, war es eure eigene Stärke, durch die ihr den Neid der ganzen Welt auf euch gezogen habt. Hört sich eigentlich Doch ganz gut an. Vor allem beneidet man uns um unsere Siege im Kampf um die Freiheit.
denn es ist letzten Endes diese Freiheit, die unser aller Ziel ist. Und daher frage ich zur Feier dieses Kampfes meine treuen Arbeiter, wer unter euch ist bereit? Ich! Für die Freiheit zu kämpfen! Ich! Für The Pit! Kann ich was sagen oder wählt er uns aus? Da ist er. So nah und doch so fern. Was ist los, Kuli? Was ist los, Kuli? Eine schöne Perspektive. Kannst du nochmal die Arme hochheben vielleicht, Asher? Warum heißt er eigentlich Asher? Weil er so viel Asche im Gesicht hat? Wir haben einen. Ich mach das. Dieser Mann hier wird im Loch kämpfen. Kommen Sie schon, Asher. Werden Sie tatsächlich jemanden hier schicken, der wirklich eine Chance hat? Wir machen das. Sir, Sie stehen für den Traum, dass die Arbeiter ihre Freiheit erlangen und wir eines Tages alle Gefahren dieser alle Welt anderen können gehen. Zurück an die Arbeit, ihr Fußvolk. Ich bin ein Gladiator. Melden Sie sich für die Arena an. Okay, dann wollen wir das mal machen. In die Richtung. Asher, wir sehen uns gleich. Halt schon mal das Heilmittel bereit. Wer bist du? Du bist Millie. Millie? Haben Sie vielleicht Wild Bill gesehen? Wer ist Wild Bill? Bill ist ein Freund von mir. Ein sehr guter Freund. Mhm. Wir haben lange Zeit zusammen im Stahlwerk gearbeitet. Letzte Woche waren wir gezwungen, jemanden auf den Werkshof zu schicken, um Barren zu sammeln. Bill bot sich freiwillig an. Ich glaube, wollte sicher gehen, dass da draußen niemand umkommt. Den hatten wir doch gerettet gehabt. Er ist ein Überlebenskünstler. Er kann gar nicht tot sein. Sie sehen aus, als ob Sie sich da draußen halten können. Würden Sie ihn suchen und zurückbringen? Haben wir ihn nicht schon gesehen? Ich helfe gerne. Vielen Dank, aber Vorsicht da draußen. Bill würde es sich niemals verzeihen, wenn jemand auf der Suche nach ihm umkäme. Okay, und wer ist dieser Bill gleich wieder? Bill ist ein Freund. Okay, stimmt. Hast schon erzählt. Alles cool. Wir werden uns nochmal umschauen. Ist das jetzt ein optionales Ziel, was wir auf jeden Fall machen werden? Bestimmt. Millie, wir hätten vorher quatschen sollen. Wer ist dieser Bill? Das machen wir natürlich als erstes. Oh Gott, und da wird schon wieder gerangelt. Jede Menge optionale Ziele. Hey, was geht's? Hey, hey, hey. Sie können Waffen mit ins Loch nehmen. Ja, das ist doch schon mal super, ne? Bei euch alles klar? Hey, ruhig weiterquatschen. Nur weil ich jetzt eine neue Rüstung trage, braucht er mich jetzt hier nicht so behandeln. Als ob ich was Besseres wäre. Ihr kennt mich. Der gute alte Leo. / Tobias Reaper. Das Stahlwerk. Genau. Nochmal rüber. Zum Backyard. Und das war... Da drüben, ne? Genau. Hier, Backyard. Billy. Billy, Billy, Billy. Der letzte Stahlbarren liegt bestimmt da oben, wo ich ihn vermutet habe, wo wir vom Turm theoretisch kommen müssten, aber zum Turm sind wir ja gar nicht gekommen. Okay, nochmal nachgucken. Wo könnte Bill sich versteckt haben? Die Protektrons haben hier gut aufgeräumt. Ich guck gleich mal mit der Kamera nach, ob da tatsächlich noch ein Stahlbarren liegt. Und dann muss es auch einen Weg da hoch geben. Also Bill war das, also der Typ war das letzte Mal hier drin, aber hier ist ja nichts mehr. Hier ist nicht mal mehr die Trockleiche. Nicht, dass wir Bill nicht mehr wiederfinden können. Aber erstmal gucke ich mir da oben jetzt den Zipfel da an. Genau da. Da oben drauf. Das Stückchen können wir ja schon mal hochlaufen. Und den Rest machen wir dann mit der Kamera. Ja, hier geht's nicht hoch. Okay. Dann gehen wir hier lang bitte. Einmal über die Busse. Und nee, noch weiter. Noch weiter. Mein Fehler. Bill, bist du es? Haben Sie Bill gesehen? Vielleicht. Oder ist das hier eventuell Bill? Nee, auch nur Pit-Sklave. Das könnte der wirklich gewesen sein. Nicht, dass der jetzt irgendwie aus irgendwelchen fragwürdigen Programmierroutinen heraus entschwunden ist. Das wäre ziemlich uncool jetzt für uns. Und darüber kommen wir nicht gesprungen. Aber wir können uns das Stückchen zumindest angucken. Mit der Kamera, mit Toggle-Free-Kamera. Ist da noch ein Barren? Ist da oben noch ein Barren? Gucken wir doch mal nach. Und wenn ja, müssen wir irgendwie darüber kommen. Hoch. Tatsächlich, hier sind noch jede Menge Barren. Oh Gott, wie viele Barren gibt es hier? Da gibt es vielleicht doch 100 oder so. Da müssen wir aber irgendwie da hinkommen. Einfach so getrickst kommen wir hier nicht hoch.
Wobei, vielleicht können wir ein paar Tonnen schnabeln, aber das wird nicht. No way. Nie im Leben. So, zurück wieder in unsere Position. Flop. Doof gelaufen, ne? Am Rand hier laufen. Das ist nicht Tomb Raider. Einmal hier rüber. Billy! Billy!